Dunkellord Hank. Dies ist das Dunkelland. Och nee, nicht das schon wieder. Alter, echt was? Nö, nee, nö, nee, schon gut. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal wieder sterbe, wie. Alter, kannst du mich nicht einfach töten? Es ist echt so Dunkellord Hank, einfach auf Fragen zu stellen. Wir kennen das doch alles schon. Nein, warum sollte ich? Das ist doch nur das Dunkelland. Ich erinnere mich aber daran, dass es nichts Gutes war. Das dauert mir zu lange, ihr dummen Scheißwichser. Ich hab keine Angst mehr vom Dunkelland, hä? Hä? Oh nein! Scheiße! Oh nein! Als ob Dunkellord Hank nicht gereicht hätte, jetzt ist auch der dunkle Lukas da. Scheiße! Alter, was zur Hölle? Wie hast du das geschafft? Ich geb nicht auf! Ich geb nicht auf! Tötet ihn! Oh nein, Lukas hat gerade den Dunkelhaut mit einem Schlag aufgebracht. Oh Gott, die dunkle Lukas-Person. Yeah, ich hab gewonnen. Okay, ich hab gecheatet, kommt nicht wieder vor. Ich bin stolz auf Cheater, wie Gottessohn. Okay, das ist eine tricky Question. Das ist eine Anspielung darauf, dass Lukas in jedem Spiel einfach cheatet. Lukas ist einer der wenigen, die sogar Dark Souls mit Cheats nur durchgespielt haben und im Online-Modus immer mit Cheats andere Leute umbringen. Mir läuft gerade übrigens der Schweiß in die Augen, weswegen meine Augen brennen, was eine sehr uncharmante Sache ist. So, ich habe Angst vor Lukas, deswegen bin ich jetzt stolz auf Cheater, weil wenn man mit Lukas nicht übereinspringt, dann hasst Lukas einen. Ja, geil. Okay, tschüss. Da mache ich es vielleicht wieder. Cheaten. Ey, wir sind dem Dunkelland entkommen. Lukas hat uns nicht umgebracht, weil wir gelügt haben. Aber vielleicht ist das ja sogar eine Entscheidung gewesen mit Folgen. Denn das sagt er wieder, er will wieder cheaten dann. Vielleicht ist das keine gute Idee gewesen. So, jetzt können wir endlich mal den Grabstein lehnen und ich bin im Dunkelland nicht gestorben. Aber wie geil das schon wieder. Ich drehe wirklich durch, ey. An Gedenken an den Cheater im Dunkelland aus Battlefield mit Company 2. Er war einer der besten. Wahre Worte. Okay, das erkläre ich euch auch mal. Matze und der gute Lukas haben mal Battlefield Bad Company 2 gespielt und dort gibt es, wenn man den Levelbereich, das Levelareal verlässt, die Eigenschaft, dass das Spiel sich dann dunkel färbt. Mit der Hinweis, man sollte sich doch innerhalb einer bestimmten Sekundenzahl daraus verziehen, ansonsten wird man sterben. Und irgendwie gab es bei ihnen den heiligen Cheater im Dunkelland, der bis heute immer mal wieder ein gut bekannter Witz ist, der einfach die ganze Zeit in diesem Dunkelland gesessen hat und einfach von da aus Leute getötet hat. Was ich übrigens auch sehr witzig finde und deswegen gibt es dieses Dunkelland. Dunkellord Hank ist aber besiegt worden, was mir ein bisschen Angst macht, um einmal an dieser Stelle das zu erwähnen. Und ich bin ziemlich paranoid, dass ich ständig speichern muss, aber naja. So, dort haben wir ein völlig überdimensionales Haus. Alter, wie groß die Stadt ist. Richtig geil, Matze, richtig geil. Wo wir anscheinend Sachen kaufen können. Cool, denn dort ist ein Schwert oben drüber. Zu viele Fässer. In einem von denen ist was drin, ich spüre es. Zu viele Fässer. Es sind echt zu viele Fässer. Ich glaube, er will echt, dass ich alle anklicke. Ich weiß doch, Matze, ich kenne dich doch. So, ein Brunnen, sicherlich meine Zeit wert. Oh nein, diesmal hat er keine Angst mehr runterzufallen. Er ist einfach nur noch angepisst. So, ich kann ja auch rennen. Zu viele Fässer, in dem ist was drin. Oh, es sind echt zu viele Fässer, wenn ich ihn anklicke. So, was sagt er zu dem Gemüse hier? Warum schreibt mein Typ so derbe, wenn ich durch das Rosenbeet gehe? Ah, oh, ich mache alles kaputt. Okay, das gefällt Matze anscheinend. Finde ich gut. Ich sehe schon unten diese Hütte mit dem Satan-Symbol. Macht mir wieder viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich erstes reingehe. Ich glaube, ich gehe ins Inn. Vielleicht kann ich ja ein leckeres Schluck Mehl trinken oder so. Mal im Inn ein bisschen ausspannen. Was sagt er dazu? Achso, ja, Holzhaufen. Ramsch. Wieso finden Matze und Lukas finden alle das Wort Ramsch lustig? Ich weiß nicht wieso, aber es wird schon sehen sein. Ramsch. Oh nein. Bitte nicht. Ich weiß, was kommt. Hallo. Oder unheimliche Stimmen. Ah, es ist schön, wie viele Insider hier drin sind, die ihr alle nicht versteht. Ihr sitzt wahrscheinlich vorm Ding und fragt euch so, hä? Was zur Hölle versucht mir Mr. Mörder gerade zu zeigen oder Chainsaw Man 16 zu erreichen? Dieses ist der Signature-Move von Herr Dummriese, Matzes und Lukas alter Realschulleiter, der quasi... den sie quasi dazu auserkoren haben, der geheime Ninja zu sein, der durch die Schule rennt und alle ausspioniert und geheim ist. Und sein Geräusch war immer schnell. Und ja, anscheinend ist der Dummriese in diesem Busch. Naja, gehen wir erstmal hier rein. Ich bin mir sicher, ich habe dann einen Moment Zeit, um was zu trinken.
Weil das kann ja nicht gut ausgehen. Ich finde die Musik übrigens sehr interessant. Ich hoffe, dass es nicht copyrighted, wenn nicht mir auch egal. Fakt ist, sorry, dass ich getrunken habe, aber wie gesagt, hier drin ist es schweinheiß. Das sieht doch hier interessant aus. Ein Piano, ein bisschen was Ramsch an den Wänden. Das sieht hier ganz nett aus. Ich werde mich einfach mal hier umschauen. Futternapf für kleine Cleos. Oh nein. Ja, Cleo ist mein Hund. Damit ist der Witz auch erklärt, aber ich finde die trotzdem göttlich. Isomatten für Leute, die das Bett in der Ecke nicht mehr. Stimmt eigentlich. Wieso ist da so ein unlogisches Bett in der Ecke ohne Wände? Das ist für Exhibitionisten. Aber geil, Isomatten immerhin. Wer ist sie denn? Wenn ich doch nur wüsste, wie ich durch das Tor komme. Irgendwas mit reinem Herzen. Und so. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Kingdom Hearts. Ein paar Krüge passen ja drauf, das stimmt. Hallo Schnecke. Ich bin schon ein bisschen älter, aber wir beide? Das ist irgendwie gruselig, wenn ich so drüber nachdenke, dass mein Vater, naja, ihr wisst schon. So, passen da auch ein paar Krüge drauf? Ja, wer bist du denn? Eine Nonne. Man erzählt sich Geschichten des Jesus-Trainingsgeländes. Oh nein, Daniels Trainingsgelände. Angeblich kann man mit jeder weiteren beendeten Stadt ein höheres Level von Göttlichen herausfordern. Ach, du meinst Daniel? Was? Gay Luigi, sorry, da musste ich gerade denken, während ich das getippt habe, weil Rüdiger da doch immer dran denkt und freu dich nicht so, Rüdiger. Ja, Rüdiger, wenn du zusiehst, hör auf, dich zu freuen. Vergiss es. Ja, egal, das Dude Lemus Trainingsgelände, das ist echt voll die sinnvolle Taverne, ey, man lernt derbe viel, mit reinen Herzen etc. Schöne Deko, wirkt aber etwas angestaubt und holzig. Yeah! Irgendwie ist mein Vater sehr bizarr in diesem Spiel. Wer bist du denn? Saufen ist so cool. Ist ja wie damals, wie in Rhein, das Bier hier. Was? Ich weiß das, ich begreife das nicht. So, können wir Keyboard spielen? Kann mein Vater Keyboard spielen? Spielt hier der Barkeeper? Tendenziell vielleicht. Schitschild. Schitschild ist übrigens nichts anderes als Schutzschild, nur in der Matze-Sprache, die übrigens wunderschön ist. Einfach mal so Mehl auf den Tisch geklärt, das ist klar. Stimmt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wieso liegt hier einfach ein Sack Mehl? Ich kaufe mir auch immer in der Bar einen Sack Mehl. Einfach mal als Schutz der Theke, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Aber wie kommt er eigentlich raus, wenn das auf beiden Seiten so abgedeckt ist? Einfach mal, ja, genau, Schutz der Theke. So. Ich werde das jetzt einfach mal konsequent vorlesen. Bissen Job, he wo budget rum zum Jad. Er hat bei der Jack geschrieben. Virgo, mir fällt nichts ein. Okay. Geil. Kann ich mir die einfach so mitleben, lol. Denk nicht dran, Dui. Oh nein, der geheime Mann an der TK hat verhindert, dass wir uns zu klauen. Klar, wer wünscht sich nicht in einer Kneipe in einem Beck in der Ecke zu pennen? Wo jeder einen Anstand kann. Geil! Ey, mein Vater kann auch geil sagen. Vielleicht habe ich es ja von ihm. Es ist echt so das sinnloseste Bett überhaupt. Willkommen. Ich begrüße euch herzlich im Pennein. Das ist halt echt so. Bock in den alten Bett da drüben zu pennen? Also eigentlich ja nicht so, aber irgendwie muss man sich ja heilen, nicht wahr? Ich bin Moritz Vater cool. Hey, mein Vater hat voll die Persönlichkeitsstörung. Muss ständig irgendwie über sich in der dritten Person reden. Ja, cool. Meld dich einfach nochmal bei mir, wenn du deinen Schmerz lindern willst. Ich komme vorhin wie in thailändischen Massage-Pornos. Ich geb dir mal Schmerzen. Was? Wieso klopfe ich mich? Oh Gott. Dieses Spiel wird mich doch umbringen. Ich sag's euch, dieses Spiel wird mich doch umbringen. Okay, also um das mal zusammenzufassen. Wir haben mit dem Barkeeper geredet und irgendwie ist mein Vater aggressiv geworden. Was übrigens, das ist so viele Insider in einem. Mein Vater hat die Eigenschaft, unfair zu diskutieren und manchmal aggressiv zu werden. Und anscheinend ist mein Vater gerade aggressiv geworden. Ohne Grund. Und wir kämpfen jetzt gegen den Barkeeper, der sich aber tatsächlich als Doug Weenie der Pass herausstellt. Was so viel bedeutet, oh Gott, ich muss so weit ausholen, um euch das zu erklären. Damals in einem Land
in einem Land vor unserer Zeit. Mann, wieso brauchst du so lange? Was ist dein Problem? Halt die Klappe, Matze, ich muss dein Spiel erklären. In einem Land vor unserer Zeit tracken sich zu das Kapal ab und Shades mit 16 AK im Rund, Matze, die ihr hoffentlich beide kennt, wenn ihr langjähriger Zuschauer dieses Kanals seid, in einem Forum aktiv waren, in einer Gaming-Forum-Gruppe, nämlich Mr. Green, und dort immer Zombie-Survival gespielt haben, wo sie sich auch kennengelernt haben. Daher ist Zombie-Survival für Matze eine sehr wichtige Sache in der Vergangenheit, und weil dem so ist, werden wir jetzt einfach mal Zombie-Survival umbringen. Es ist das Mr. Green Forum. Das gibt's übrigens, glaube ich, immer noch. Ist das nicht schön, wie viel ich über dich weiß, Matze? So, wir haben Mr. Green einfach mal mit einem Schlag getötet. Ob das eine Anspielung sein sollte? So, wir haben den einfach den Barkeeper gekloppt. Sprech mit dem Buch. Okay, wir haben den Barkeeper verkloppt, der eigentlich das Mr. Green Forum war, der jetzt wieder mit dem Blitz verschwunden ist. Und jetzt widmen wir uns gleich dem Buch, nachdem ich wieder einen Schluck getrunken habe, aber das mache ich außerhalb der Aufnahme. So, ich hoffe, die ganze Kohlensäure steigt mir nicht zu Kopf. So, wir reden mit dem Buch natürlich. Das ist das Logischste, was ich kenne. Ich bin das Buch des Schreibers. Erzähle mir von deinen Taten und ich lasse dich ruhen. Ach ja. Ach ja, das bringt mich nicht zum Lachen. Das macht mich eher nostalgisch. Chainsaw Man 16 Let's Play zu Silver ist das beste Let's Play auf YouTube, ohne Zweifel. Wer dem nicht zustimmen kann, der kann sich mal ins Knie ficken. In Silver kommt der Schreiber drin vor. Mit anderen Worten, ein ganz persönlicher Insider zwischen mir und Matze, der hier auch Verwendung findet, was ich schön finde. Also dann, bla bla bla, er schreibt einfach wunderschöne WoW-Metaphern. Das ist irgendwie schön, muss ich sagen. Die Musik war eben sehr angenehm. Habe ich mich jetzt geheilt? Kann das sein? Ah, das ist ein Heilmechanismus. Sehr, sehr cool. Wir speichern mal hier ab. Finde ich richtig gut. Ey, wir haben schon fast 400 Euro, all die Euro. Und da kommt mir die Kohlensäure echt hoch. So, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich bin vom Mikrofon eigentlich weggegangen, aber man tut, was man kann, ne? Rein ins Schwertland. Irgendwie höre ich gerade Geräusche. Naja, egal. Oh nein! Oh nein! Ich kenne diesen Raum, ich kenne ihn und ich weiß, was passieren wird. Okay, ich muss tatsächlich immer ausholen. Im ersten Moritz Vater ist dieser exakt gleiche Raum, natürlich mit ein bisschen anderer, ganz geringfügig anderer Architektur. Der Raum gewesen, in dem eine der geschichtsträchtigen RPG-Maker-Projekte Figur erschaffen wurde, und zwar Magic Opi, der den Magic Opi Geheimladen hatte, über den ich mich so köstlich amüsiert habe, dass wir den in jedem Spiel, was wir für uns gegenseitig gemacht haben, vorkommen lassen, wird er auch diesmal seine Verwendung finden. Wir laufen erstmal hier hin an den Tisch, dort steht nämlich Glugger lecker. 50 Leben und 20 PLP wiedergestellt. Einfach so immer wieder geil. Warum immer diese Flasche so schlecht zu sehen ist. Ja, wir haben einfach gerade mal seinen Wein weggetrunken und haben jetzt wieder uns regeneriert. Voll geil. Diese dumme Flasche. Stinkeschrank, juhu. Ich schlachte gerne unter. Warum ist mein Vater so voll der Psycho? Oh nein. Was ist diese Kristallkugel? Pff, nichts der Zukunft. Nur durchsichtiges Glas. Er ist immer noch Realist. Oh nein. Dieses Haus. Diese Form, als wenn ich aus einer anderen Zeit kenne. Oh nein, irgendwas stimmt hier nicht. That's right, Grandma Fucker. Ah ja, der Magic Opi ist back. Oh nein, Magic Opi. Diese Musik passt da überhaupt nicht. Oh Gott, das ist Magic Opi. Oh. Ich liebe diesen Charakter. Ja, yeah, komm, kaufen, du Arsch. Magic Opi hat mal wieder den besten Auftritt von allen hingelegt. Er ist echt der derbste Shopkeeper aller Zeiten. Ach ja, ein Prototyp von Magic Opis Rüstung steht nicht zum Verkauf. Schade eigentlich, ich hätte gerne Magic Opis Rüstung getragen. Magic Opi ist echt meine Lieblingsfigur fast. Geil, ist das hier drin umsonst? Och, nimm's einfach mit. Ist mir egal, ich hab unendlich. Oh, geil. Ein PLMP-Trank und Heilung gefunden. Ey. Geil, ey. Geil. Er hat's unendlich. Ich kann mir ja unendlich mitnehmen. Du glaubst auch, das mache ich nicht. Ich bin ein Schuft, aber man ist ja so frei und nimmt sich den ganzen Kokolores mit. Ich guck mal gerade jetzt bei Sachen rein. Sieh da, Peter lustiger Trank. Gummi, 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 es ist elastisch. 30% PLP zurück. Ja, der Gummi-Gummi-Gummi-Sache ist eine Sache von... wir haben auch Heilungstränke mehr bekommen. Das muss ich mir merken, dass die umsonst gibt. Ist eine Anspielung auf ein lustiges Peter-Lustig-Video, die übrigens alle lustig sind. So, hallo Magic Opi. Yo, 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 mach den Opa, Frau. Magic Opi, ich liebe dich. Wie dumm ich mir einfach hier Sachen kaufen kann, wenn ich doch genauso gut einfach an seinen geheimen Schrank gehen kann. Tja.
Wir klauen einfach Magikopi. Wir haben hier Azeroth Billigklinge. Schlechter als das Plastikschwert, aber dank Moritz Vater das Glauben an Azeroth besser. Ja, das heilige Azeroths Billigklinge, die einfach nur deswegen gut ist, weil mein Vater an Azeroth glaubt, ist besser als das Plastikschwert von Kellogg's. Nehmen wir sogar einfach mal mit. Moritz Tür, von der ich vorhin geredet habe. Er hat sich Moritz Tür geschnappt. 0% Privatsphäre. Oh Gott, nein, ey, wenn er die Tür wegnehmen würde von meinem Zimmer, würde ich durchdrehen. Ist auch besser als die WoW-Tastatur. Da müssen wir aber mal grinden gehen. Das Spiel wird übrigens lange gehen. Ich glaube, das werden echt ein paar Videos, muss ich sagen. Freut mich, es freut mich echt. Das Halo 4 Headset ist eigentlich viel zu teuer und gehört gar nicht zu WoW. Na, egal. Egal, ey, das ist Alex, der Big Halo Freaks Headset. Warum das so ist, das brauche ich, glaube ich, nach dem Namen nicht mehr zu sagen. Und Tower. Ohne WoW macht auch der eigene Tower keinen Sinn mehr. Ach so, Tower im Sinne von Rechner, so nennt man ja Desktop-PCs. Und ist tatsächlich besser als sein WoW-T-Shirt, also werden wir einfach den Tower mal kaufen. Ich brauche auf jeden Fall eine Moritz-Tür und mein geile Halo 4-Headset, damit mein Vater perfekt fürs Game ausgerüstet ist, wenn er dann wieder zurückkommt in seine heilige WoW-Welt. So, wir nehmen Azeroth Billigklinge, die gibt schon einiges mehr. Wir nehmen den Tower und dann sind wir erstmal good to go, wenn man hier mal Marchburg. Ach man, das macht mich fertig, ja, ist das gut. Ohne Witz, ich freue mich gerade so einen Ast ab. Gut, wir haben Magic Opis Shop gefunden. Den ich schon mal liebe. Ey, dieses Satanhaus spare ich mir. Das ist voll der mächtige Typ vom Satanhaus. Ich gehe nicht in dieses Satanhaus, bevor ich nicht überall erstmal geguckt habe. So, wir gucken erstmal hier bei den Dachen. Ramsch. Okay, Ramsch. Überall Ramsch. Ramsch, aber das ist kein Ramsch. Kleiner Holzhaufen, stylisch. Das ist kein Holzhaufen. Matze, du lügst mich an. So, rein in diese derbe Duell-Arena. Was denn ist das denn? Geil. Ich lese noch vor, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, genau das habe ich irgendwie in meinem Haus erwartet. Grüne Landschaft und drei nicht-menschliche Wesen in all dessen. Wie nennst du uns hier? Wie nannte er es? Ich muss die böse ansprechen. Irgendwas mit Katalysatoren und Schwerin. Ehrlich gesagt verstehe ich den Insider nicht, aber der klingt lustig krass. Willst du heute Abend mit uns essen? Ich lehne dankend ab, ihr Haus. Was fällt euch ein, unser Land zu besudeln? Oh, das ist ja kein WoW. Wo haben wir eigentlich unser Essen denn getan? Ich glaube, das habe ich heute schon gegessen. Sorry, meine Brüder. Lol. Wieso haben sie so gesagt, einfach neu? Na, wie praktisch, dass unser neues Essen glatt in die Wohnung reinkommt. Oh nein, sie wollen uns essen. Nee, meine Scheiße kriegt ihr nicht. Was? Meine Scheiße kriegt ihr nichts? Die benutze ich schon immer als glatt. Oh, was soll ich dazu sagen? Kommunismus, deine Scheiße ist unsere Scheiße. Wow. Jetzt geht's auf. Ja! Oh nein! Ich glaub's nicht, ohne Witz. Wie gut ist das denn? Das habe ich noch nicht mal verstanden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die drei Orks sind so ziemlich meine Lieblingsfamilie aus dem Fernsehen. Es sind die Noodles. Manni, Uwe, Peter, Günther ja leider verstorben. Rest in peace an dieser Stelle. Also die drei Orks, die schon wieder meine Scheiße essen wollten, sind die Noodles. Das ist doch schön. Da kämpfen wir jetzt gegen Manni, Peter, der schläft. Und Uwe, der voll pervers in die Kamera guckt. Auch für den Kampf für Mom. Ja, das wird sehr witzig, das Abenteuer. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater gegen die Noodles kämpft, ich glaube, das ist das Epischste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. So, wir müssen aber aus Peter Lustigs Ding greifen wir erstmal an und töten Manni, weil Manni ist der schnellste von allen. Und den will ich erstmal töten. So, ey, stirb Manni. Das wird voll der härteste Kampf überhaupt. Manni attacks. Okay, macht nur einen Schaden. Peter attacks. Boah, Peter macht derbe viel Schaden. Ey, Peter ist der geheime Endboss, Alter. Na gut, jetzt muss ich Manni erstmal töten und dann Peter. Ey, Peter, weißt du, er schläft, aber er ist einfach der derbste von denen. Das habe ich mir schon gedacht, dass Peter so derbe ist. Oh, geil, ey, Uwe ausgewichen, Manni macht nur einen Schaden. Aber Peter, ey, Peter. Ich vergessen, denn ich bin gar nicht in diesem Spiel. Ich kämpfe gerne mit Monster und der Moritz muss sich verstecken. Der ich weiß nicht, ich finde das sehr amüsant, wie Matze im Hintergrund uns voll labert, wenn wir die Ludolfs verkloppen, beziehungsweise versuchen zu verkloppen. Ey, Peter, mach mich doch tot, ey, ich muss aufpassen.
Manni, Manni hält aber so derbe viel aus. Ich dachte, den kloppe ich einmal gerade mit WoW-Moves kaputt. Oh nein, Manni wurde abgeschlachtet, während Matze irgendwelche Epiloge führt. Ich muss einfach drüber reden, es tut mir so leid, aber der Kampf gegen die Ludolfs ist dann einfach an dieser Stelle viel zu packen. Weil Peter Ludolf haut derbe rein, während er schläft. Er hat die derbe Telekinese, er weiß, wo all die Teile liegen und das macht ihn einfach unverwundbar quasi gegen uns. Und Uwe töten wir zum Schluss, der guckt nur komisch mit seinem Kaffee und macht sonst nichts. Boah, Alter, der Peter, ey. Peter, er ist der Charmanteste. Peter Ludolf ist so charmant. Er schläft einfach und hat immer Weisheiten, wie zum Beispiel, dass die Griechen... Jetzt werde ich einfach angefurzt. Wie, dass die Griechen über ihren Tzatziki vom Essen trinken zum Beispiel. Oder dass Asiaten, die Stress haben. Peter Ludolf Stuhl, weiß über das Leben Bescheid. Ach ja, ist das schön. Ist das schön, ey, dieses Spiel. Oh nein, Peter Ludolf wurde abgeschlachtet, aber er ist leider ein Opfer, das wir eingehen müssen an dieser Stelle. Tut mir leid, Peter. Ich bin großer Freund von dir, großer Fan, aber... Leider musstest du auch dran glauben und als letzter hat der gute Uwe, der alte Frauencharmeur, er stirbt. Übrigens, ja, es gibt, falls jemand die Ludos nicht kennt, was ich nicht hoffe, die Ludos, das ist eine Fernsehfamilie, die kennt man. Uwe wurde abgeschlachtet. Das ist schon fast ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite ist es super witzig. So, wir haben Heilungs gefunden und wir sind nur Suchtlevel 5 und haben den WoW-Feuerball gelernt. Super, das ist ja toll. Scheiße, tot. Das kann ich ihm ruhig glauben. Genau, du Arsch. So, wir haben die Ludolfs getötet. Und wir haben jetzt kurz mal Zeit, uns hier umzugucken. Also wir haben oben rechts in der Ecke einen Vulkan. Direkt daneben sind Schlafsachen und was zu essen und eine heilige Steintafel. Danach Weingläser.